Sid, könnte ich dich um etwas bitten? Worum geht es? Ein Träger, der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber warum ich? Der Junge will Späher werden. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Späher brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Späher an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder irre ich mich? Das mag schon sein. Also übernimmst du die Bewertung? Späher können wir immer gebrauchen. Sag ich doch. Der Prüfling wartet in Nordstedt auf uns. Ich gehe schon mal vor und rede mit ihm. Triff uns da. Gut, ich komme sofort. Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Nordstedt. Einen näheren... Nasser und der neue Anwärter warten hier sicher ganz in der Nähe auf mich. Ich bin nervös. Hallo, Sid. Das hier ist der Anwärter. Amber, stell dich vor. Zu euren Diensten, mein Herr. Bitte, einfach Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja, das ist richtig. Du weißt, wie gefährlich es ist, Späher zu sein? Sicher. Aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav. Er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er, ganz allein. Er hat mir gezeigt, was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann. Genau wie Gav mich. Das hört er sicher gern. Du bist eindeutig motiviert, Amber. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Hab ich bestanden? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. Nicht weit von hier ist ein Sanbrekscher Wachturm, den Pfad hoch. Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Bring es dann her. Finden und bringen, gut. Noch mehr? Nein. Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Du musst die Lage sondieren, einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen. Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Amber, Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand, klar. Ich bin dann mal weg. So gefährlich sollte es nicht sein. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Werde ich nicht. Also los, Amber. Beweis dich.
bei dir liegt? Vielleicht ist er tatsächlich bereit. Oder auch nicht. Verdammt. Amber, zieh dein Schwert! Ich kann nicht! Dann lauf! Ja! Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei. Amber, bist du... weg. Natürlich. Gute Späher sind wirklich selten. Ja. Also zurück nach Nordstedt. Die Garnison hat nochmal 100 von den Pechtöpfen nachbestellt. Oh, Sid, du bist schon wieder zurück? Wie war Amber? Wo ist er? Ich dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt, aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie erstarrt. Hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Amber nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt. Anscheinend nicht. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte... dass ich die Prüfung schaffe? Hier ist das Buch, das ich den Kaiserling abknöpfen sollte. Was? Wie hast du... Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. Klar, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Und er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er... Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Keinen Ärger mehr von dir. Jawohl! Keine leichte Entscheidung. Was hättest du sehen? Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt, war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst.
Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein, ganz und gar nicht. Im Angesicht des Todes hat Amber die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Amber nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Amber ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Amber hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man, oder nicht? Das Buch hat er gefunden. Damit hat Amber bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Nicht gerade der Hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. Seh mal an, du lebst ja noch. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Thank you.
Leon hätte dich sicher gern an seiner Seite gehabt. Clive, was suchst du denn? Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Ah, wie geht's? Bedrückt dich was? Ah, nicht mehr als sonst. Nur, Eddas Kind ist bald da und ich wollte ihm etwas schenken. Edda wird sich freuen. Im Norden gab es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Um die kleinen Knirpse in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass es schon morgen soweit sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Glücksbringer. Aber nicht irgendeinem Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein, ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Ha, nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt. Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Karin haben ihre Lieferanten gefragt, aber nichts? Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Die oder den Vogel, an dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Von denen machen ja genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich es zuerst dort. Ich gebe dir dann Bescheid. Du bist ein echter Freund. Vielen Dank, Clive. Hoffentlich hat einer der Händler hier so eine Feder. Entschuldige, ich suche etwas. Oh, dann kann ich helfen. Eine silberne Chocobo-Feder. Oh, oder auch nicht. Aber du bist zumindest nicht der Erste hier, der den Vogel erwähnt. Vor kurzem kam ein Mann in die Rast und behauptete, ein silberner Chocobo hätte ihn angegriffen. Nahe einer verfallenen Hütte, unweit von Eastpool. Man hielt ihn für einen Angeber und Lügner, aber wer weiß, vielleicht war da ja doch etwas dran. Vielleicht. Danke. Dir deine Wunde noch zu schaffen? Ach wo. Möchtest du etwas kaufen? Du hast nicht zufällig silberne Chocobo-Federn, oder? Pff, ich handel mit Früchten, nicht mit Federn.
Mit deinen ausgefallenen Wünschen gehst du lieber nach Rhiannons Ritt. Dort finde ich silberne Federn? Oh ja, wenn das Geschwätz eines Verrückten stimmt. Wäre nicht das erste Mal. Demjenigen, der die Idee hatte, die Träger. Oh, guck, Papa, es leuchtet so hell. Echt? Wenn ich mit dieser Barrikade fertig bin, kommt er nicht. Hallo, Reisender. Kann ich dich für einen neuen Schleifstein interessieren? Oder eine prächtige Radierung der Kaiserin? Vielleicht später. Ich suche eine silberne Chocobo-Feder. Wenn das so ist, wirst du nichts außer Gerüchten finden. Silberne Chocobos hat man seit Jahren nicht mehr gesehen. Die wurden wohl wegen ihrer Federn ausgerottet. Irgendein nordischer Blödsinn über Glücksbringer. Hat weder ihnen was gebracht, noch ihren Vögeln. Falls es noch welche gibt, werden sie ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Du hast wohl recht. Trotzdem danke. Ein silberner Chocobo in den Hügeln bei Rhiannons Ritt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber... wenn ich... Auf geht's. Schneller! Spuren. Ausnahmsweise mal nicht von Banditen. Mehr Spuren. Und noch ganz frisch. Ein Chocobo war hier. Gerade erst. Vielleicht ist er es noch. Hören kann ich ihn nicht. Das glaube ich nicht.
alles gut. Ich will euch nichts tun. Ich brauche nur eine Feder für meinen Freund. Danke. Schnell zu Gav, bevor sie sie zurückfordern. Das habe ich doch gern. Clive, du bist wieder da. Und wie lief's? Glück gehabt? Kann man wohl sagen. Du heiliger Kristall! Ist es das, wonach es aussieht? Wo zur Hölle hast du die gefunden? Ist eine lange Geschichte. Direkt an der Straße nach Eastpool. Wer hätte das gedacht? Der Ort war jahrelang verlassen. Die leere Hütte war das perfekte Versteck. Aber ich fürchte, meine Anwesenheit hat die armen Vögel vertrieben. Mach dir keine Vorwürfe. Die Fäule kommt irgendwann auch nach Eastpool. Auch wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten sie weiterziehen müssen. Die finden was Neues, glaub mir. Schließlich tun wir bedrohten Tiere genau das. Jedenfalls hast du es geschafft, an eine ihrer Federn zu kommen, bevor sie geflüchtet sind. Jetzt muss ich sie nur noch an meiner Schnitzerei befestigen. Seit wann kannst du schnitzen? Gibt wohl einiges, das du nicht weißt. Zum Beispiel, dass ich mit dem Schnitzmesser genauso gut bin wie mit dem Schwert. Und der Knochen, den Ember mir gegeben hat, ist ein Traum. Was sagtest du, von wem er ist? Einem Avis? Nicht von deinem Avis, Sid. Ich hab endlich selbst einen erlegt. Das viele Üben hat sich also endlich ausgezahlt. Ich bin stolz auf dich. Lob mich nicht zu früh. Die Prüfung kommt noch. Fertig ist er. Was meint ihr? Wenn du das Spähen mal an den Nagel hängst, kannst du damit sicher gutes Geld verdienen. So sieht's aus. Ich werde mal nachsehen, ob Edda wach ist. Grüße von mir. Ah, kannst du selbst machen. Komm mit. Wie geht es dir? Gut, danke. Stimmt etwas nicht? Was? Nein, gar nichts. Ich meine, ich... Sagt es mir, bitte. Oh, wie schön. Habt ihr das gemacht?
Wir haben es gemacht, ja. Es ist von uns allen hier im Versteck deiner neuen Familie. Ein Glücksbringer. Wir machen sie im Norden, wenn ein Knirps unterwegs ist. Ich meine, ein Kind, um ihn in seiner Familie willkommen zu heißen. Und, gefällt er dir? Ich bin ganz sprachlos. Vielen, vielen Dank für alles. Falls du etwas brauchst, sag uns Bescheid. Mach ich. Ach, Clive. Lust auf ein Bier? Ich bin durstig. Schon überredet. Hast du nicht langsam genug? Nein, wir feiern doch. Schließlich werde ich bald Vater. Da hat Edda aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na, du weißt, was ich meine. Ein kleiner Lichtblick in all dem Dreck. Kurz nach meinem 10. Namenstag sagte meine Mutter, dass sie noch ein Kind bekommt. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich hatte mich schon so auf einen Dreikäsehoch gefreut, wo ich doch der Letzte im Wurf war. Endlich kam meine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich ein großer Bruder sein kann. Am Tag der Geburt kamen dann die Kaiserlichen bei uns an. Ich hatte eine kleine Schwester. Nur ganz kurz. Meine ganze Familie musste dran glauben, nur ich hab mich versteckt, ich kleines, rückgratloses Arschloch. Ein toller Bruder bin ich geworden. Ich werde nie ein Anführer sein. Und ich werde nie ein Held sein. Ich bin nur ein dämlicher Hund, der angerannt kommt, wenn sein Herrchen ruft. Nie so stark wie du oder Sid oder Jill, nicht mal Torgal. Bist du fertig? Vielleicht. Warum bist du wohl unser bester Späher? Weil dir niemand unter die Arme greifen muss. Ohne deinen Einfallsreichtum, deinen Mut und deine Verbissenheit wären wir aufgeschmissen. Vielleicht würden wir von einer Klippe hängen wie... Das passiert nie wieder. Genau. Du hast daraus gelernt. Und jetzt bist du hier, nach weiß der Himmel wie vielen Missionen. Jede hat dich stärker gemacht. Erinnerst du dich an Rosalith? Wer hat mich aus dem Kerker geholt? Und wer war es, der Jill gerettet hat? Das war ich. Weil du unser Bruder bist. Mein Bruder. Dein Bruder. Das heißt, wenn die Zeit kommt, kriege ich dein Zimmer und dein Schwert.
Ich hatte ungefähr 1 zu viel. Du hattest 10 zu viel. Na, ich war halt durstig. Ich gehe lieber wieder an die Arbeit. Nach einem kalten Bad. Clive? Was ist? Danke. Für... Weißt schon. Ich weiß. Kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Hier, bitte. Viel Glück da draußen, Sid. Helfen! Wobei, habt ihr schon wieder eins von Mits Geräten zerlegt? Nein, also doch, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Sondern um Mit, sie benimmt sich so seltsam. Sehr seltsam, sie ist fast nie da. Und wenn doch, bemerkt sie uns nicht mal. Sie ist so verstreut. Sie ist zerstreut. Hab ich doch gesagt, zerstreut. Sie hat eben wirklich viel zu tun. Wann hat das angefangen? Ungefähr... gleich nachdem sie euch aus Donhör gerettet hat. Dann geht es vielleicht nur um die Enterprise. Sie hat auf dem langen Weg ganz schön was abbekommen. Hast du sie etwa kaputt gemacht? Du solltest wirklich besser auf Mits Erfindungen aufpassen. Ach, hör nicht auf sie. Selbst wenn du sie kaputt gemacht hast, kannst du sie doch einfach wieder zusammenbauen, oder? Und wer baut Mit wieder zusammen? Sie ist echt traurig. Soll ich mal versuchen, sie aufzuheitern? Würdest du? Für uns? Sie ist in ihrer Höhle. Du machst ihm noch Angst. Es ist keine echte Höhle. Na, dann bin ich beruhigt. Mit, hast du kurz Zeit? Ah! Ich hab's! Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Fliegen? Willst du der Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich? Ich weiß, wie man es ohne hinkriegt. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Aber wenn du mir unbedingt helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Erst brauche ich Öl.
aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges, wie das aus Old Hill. Dann brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn's geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. Hat Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt? Na, Sid, willst du uns einen ausgeben? Kommt ganz drauf an. Mit braucht einen leichten, aber haltbaren Knochen für ein Projekt. Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen. Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Weißt du, was Adamantheimers sind? Oh ja, ich weiß, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders hart? Ja, vor allem wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamantheimer in Korava, nahe Ultbiza. Oder was davon übrig ist. Aber glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ich werde aufpassen. Danke. Öl? Kaum zu glauben, bei allem, was hier passiert ist. Das sollte reichen. Bereit? Ja! Da sind wir wieder. Korava, wo würdest du dich verstecken, Torgal, wenn du eine Schildkröte wärst?
Das müsste sie doch sein. Zurück zu Mit, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Ambrosia hilft mir hier nicht. Gut so. Rest laufe ich.
Mit? Sag mir, dass das alles ist. Ach, du hörst dich an, als hätte ich dich gebeten, die Welt zu retten. Sag mir, dass das hier alles ist. Es ist fast alles, was ich brauche. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und gemerkt, dass ich eine Null vergessen habe und eine Eins. Und, Und? Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind eine Heidenarbeit und ich, könnte genau das verbummelt haben, an dem Schledern eine halbe Ewigkeit gefeilt hat. Warte mal. Deine Waage. Als die Kinder sie zerlegt haben, war ein kleines Zahnrad dabei. Und ich glaube, sie haben es nicht benutzt, als sie die Waage wieder zusammengebaut haben. Die Krümel? Aber warum? Weißt du was? Eigentlich will ich es nicht wissen. Ich mache am Modell weiter. Such du das Zahnrad. Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt. Sid, versteckt sich Mit noch vor uns? Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Vielleicht ein Luftschiff. Bestimmt ist es ein Luftschiff. Dürfen wir ihr helfen? Deswegen bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Stimmt, dort ist eins vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben's noch, keine Sorge. Ist in unserer Kleinkramtüte. Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Und wir werden immer besser. Alle Teile, die übrig bleiben, sind unter unseren Betten, zur Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Guck! Das ist es! War das alles? Wir haben eine ganze Menge auf Vorrat. Fürs erste Jahr. Aber ich erzähle Mit von eurer Sammlung. Zur Sicherheit. Danke, Sid. Und? Hast du es? Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Ist es das? Ja, genau. Perfekt. Du bist ein Genie. Und was genau machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Na, du wirst es schon sehen. Endlich fertig. Dann wollen wir mal sehen... Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Dieser Antrieb. Echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei,
Dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Noch mehr, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. So wie ich damals. Tut mir leid. Ja, mir auch. Clive, sag mir, was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Paps hat immer gesagt, es gäbe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du, ja. Ja. Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher.